Moin aus Berlin, herzlich willkommen zurück zu Life is Strange Double Exposure. So, hier haben wir beim letzten Mal aufgehört und hier machen wir dieses Mal weiter. Jetzt müssen wir mal schauen. Weißt du, was du tun wirst? Tun? Ich werde überhaupt nichts tun. Nichts zu tun. Hier hat wohl niemand einen guten Abend. Wir sprechen mal mit denen. Hey Max. Oh fuck. Das ist die Art Begrüßung, mit der ich mittlerweile rechne. Danke. Alles okay? Alles blendend. Sie hat sich in die falsche Person verliebt. Reggie, was ist mit dem Bro-Code? Max ist ein Bro. Warst du schon mal in die falsche Person verknallt? Wer nicht? Zeig mir jemanden, der es nicht war und... Ich zeig dir einen Lügner. Naja, das sagt man doch so, oder? Echt tiefgründig, Max. Eigentlich dachte ich immer, ich bleibe Single. Raji sagt, ich soll's hinter mir lassen. Stimmt auch. Ich hatte nur noch nie solche Gefühle für jemanden. Nie. Und das passiert auch sicher nie wieder. Jetzt sag nicht, die hat sich in Max verknallt, dann werde ich wild. Lass dir einfach etwas Zeit. Das Leben hat seine Wege, uns zu überraschen. Ich hoffe, du hast recht. Wenn die sich jetzt, ne, also, das brauchen wir nicht, mal ganz ehrlich. So, pass auf, wir müssen jetzt ein... Ich wünschte, Safi würde es mich erklären lassen. Ja, das ist das Problem, das wird sie wohl nicht. Das Einzige, was ich dieses Jahr wollte, war meinen Freunden zum Campus so einen coolen Freund vorzustellen. Aber der Weihnachtsmann schafft's nicht. Moses. Okay. Look, ich wollte bloß teilen, wie traurig ich bin. Nicht traurig sein. Okay. Ich komme zum Krampus. Diamond. Oder ist Diamond in Moses verliebt? Können ja alle lesbisch sein. So. Was sollen wir jetzt machen? Was sind unsere Aufgaben eigentlich? So, Aufgaben. Mit Vin in der Totenwelt reden und die Kneipe der lebendigen Welt verlassen, das machen wir jetzt. Ach, guck mal an. Wir sollten öfter mal das E drücken, glaube ich. Können wir mit ihr reden? Da ist Gwen. Ich sollte ihr von den seltsamen Aufnahmen erzählen. Hey, Gwen. Na prima, es geht wieder los. Sorry, dass ich störe, aber... Ich denke wirklich, du solltest dir die Aufnahmen ansehen. Sie sind seltsam. Also, so richtig seltsam. Ich denke, du kannst dich wehren. Ich sehe sie mir an. Sonst noch was? Das ist alles. Naja, ich... Pass auf dich auf. Rede einfach mit mir, Safi. Sag mir, was los ist. Zutaten für Sangria, Zucker für mich und meine Freundin. Aha. Okay. Ja, super. Okay. So, jetzt soll ich die Kneipe verlassen. Wo ist denn hier die Tür? Da. So, jetzt sind wir draußen. Jetzt müssen wir mit Vin in der Totenwelt reden.
Ist das meine Wohnung und warum ist da ein Loch in der Scheibe? Was zum Teufel? Und jetzt zurück zum normalen, abgefuckten Programm. Oh, shit. Das ist übel. Okay. Ist die Frage, wer hier gewesen ist. Die Tür ist offen. Wo ist die Katze überhaupt? Das sieht ein bisschen wild aus. Wer auch immer hier war, hat den Laden auf den Kopf gestellt. Wonach hat die Person gesucht? Gucken wir uns mal ganz kurz. Sollen wir uns hier im Frühling auftreten, falls du ein echtes Konzert willst? Ja, das machen wir natürlich. Bei Crosstalk noch mal gucken. Cowgirls im Weltall. Okay, Tagebuch. Also wenn man so weit nach hinten muss, das nervt mich ein wenig. Ich kann nicht glauben, dass Amanda zu allem anderen auch noch unglaublich gut küsst. Wenn sie es nicht täte, hätte ich es verstanden. Aber verdammt, ist sie perfekt? Beruhig dich, Max. Niemand ist perfekt. Aber könnte sie perfekt für mich sein? Verdiene ich nach all diesem gestörten Scheiß nicht ein wenig glücklich sein? Und das, was? Und das fühle ich mit ihr. Ich vergesse alles außer uns, wenn sie mich ansieht. Ich kann nicht aufhören, an sie zu denken. Na, guck mal. Okay. Ich meine, wir haben ja Fähigkeiten. Wir können ja gucken, eventuell, was hier los war. Und vielleicht finden wir so auch raus, wer der Täter ist. Okay, so. Das war die Katze. Oh nein. Hast du Angst? Nicht meine Snacks. Böse Katze. Das habe ich davon, wenn ich dich nicht füttere. Erst Chloe und jetzt Safi. Egal, wo ich hingehe, jemand wird verletzt. Tragödie in der Blackwell Akademie. Genau, ehemalig Schlüffern, Prescott, Wunderkinder in Toiletten, erschossen, tragischer Mord. Serienkiller Chloe Price, 19-jährige Schülerin. Akademie. Alles klar, das hatten wir, glaube ich, auch schon gelesen. Das ist Quentin. Quentin, sag Thunfisch. Eigentlich nicht der Moment für ein Foto. Aber du bist so knuffig. Katzen auf Kühlschränken. Katzen auf Kühlschränken, genau. Meine Katze liegt in der Hängematte. Okay. Hey, alles gut. Was ist passiert? Jetzt wird sie dir wohl kommen sagen. Hast du gesehen, wer das war? Ja, hat sie. Das klingt nicht gut. Komm schon. Spring. Ich fang dich. Katze mag sie auch nicht mehr, okay? Dann bleib halt da oben. Sortier deine Gedanken.
Warum haben wir hier jetzt so Grafikfehler drin? Ich glaube, hier sind noch die ein oder anderen Bugs drin, oder? So, Vordertür ansehen. Jemand wollte um jeden Preis hier reinkommen. Naja, ich würde jetzt auf diesen Polizisten tippen. Das Problem ist ja, dass der irgendwie, ja, nicht mehr hier, sondern woanders ist. Hier sind Bilder, die können wir uns nicht angucken. Safis Bücher? Was sollen die denn irgendwem bringen? Wer weiß, was da drin steht. Ist es noch jemand hier? Das hört sich ganz so an. Ich hab's... Polter, als wenn einer in Socken über den Boden läuft. Scheiße, da ist gerade jemand in der Dunkelkammer. Können wir die... Hinweise für die Ermittlungen dürfen nicht gefunden werden. Können wir die Dunkelkammer abschließen? Jeder weiß, dass im Keller nichts Gutes passiert. Ich muss mal was nachgucken. Ich habe viel wichtigen Kram in der Dunkelkammer. Ich frag mich, ob... Jetzt können wir das Zeug da rausnehmen. Mal gucken. Es kommt halt drauf an, was da drin ist jetzt. Wenn wir es in der toten Welt rausnehmen, kann es in der lebendigen keiner klauen. Das ist der Computer. Aber ich glaube, so viel können wir hier nicht machen. Die Kamera wäre noch so ein Ding, ha? Huh? Aber wir können hier nicht wirklich... können hier reingehen... Aber wir können hier in dieser Welt nicht wirklich irgendwas machen. Nee, das hat also keinen Sinn. Schade. Dann können wir das Portal auch wieder wechseln. Okay, also wir machen mal ganz kurz Folgendes, den Einbrecher in die Ecke treiben. Die Frage ist, wer das ist. Das kann eigentlich, können das... Es kann so ein Wilder nicht sein, was soll der wollen? Komm her, pass auf. Und zwar runtergehen. Mal gucken, wer sich da rumtreibt. Ich hätte ja oben abgeschlossen. Wer ist das? Oh. Oh. Shit. Tito. Oh, shit, stimmt. Du bist ich. Ich würde gern sagen, dass es dafür eine plausible Erklärung gibt. Warte! Zweimal Maxine, einmal mit und einmal ohne Mütze.
soll. Verdammt! Wie komme ich jetzt darüber? Ich weiß. Dann können wir sowieso Dinge erledigen, Komm schon. Wie sonst komme ich darüber? Ja, wir müssen aber jetzt... Warte mal. Wir müssen jetzt aber ganz kurz mal was machen. Und zwar einmal die Nachrichten lesen. Auf jeden Fall... Majori Altmann, schwere Bauchschmerzen. Und über einen Traum. Okay. Mein Gott. Oder auch Himmel, ich weiß, genau. Detective Alderman wurde nie geboren und existierte nie, doch die Rückstände verbleiben am Rand. Der Wissenschaftler ist in mir ist neugierig, was das Wie angeht. Doch der schwarze Typ in einem Horrorfilm in mir sagt, dieses Problem lasse ich besser in Ruhe. Okay. Also Alderman wurde nie geboren. Zum Mut die richtige Entscheidung. Danke, Moses, für alles. Es ist Wissenschaft. Ich muss das überprüfen. Ich wünsche ihm nur, wir könnten Safi von diesem irren Scheiß erzählen. Ich auch. Wir müssen da durchblicken, bevor das, was ihm passiert, jemand... Ja, mir selber zum Beispiel. Das ist ja so ein Ding. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung... Okay, dass mir das definitiv noch passiert. Lieblingstochter, bla bla bla. Reggie, Gwen. Das sind alles so belanglose Dinger hier. Da ist, weißt du... Das ist ein Foto von mir auf Safis Kamera mit einer Pistole. Ich halte eine Pistole. Was könnte belastender sein? Aber ich würde Safi nie wehtun. Es muss eine bessere Erklärung geben, oder? Ich habe in die Vergangenheit zurückgespult und das selbst gesehen. Das bin ich. Ich habe meine beste Freundin getötet. Ich wusste. Okay. Aber warum? Ja. Gut. Nichtsdestotrotz, da ist der Baumstamm. Und hier kommen wir jetzt auch rüber, würde ich sagen. Und auf der anderen Seite ist hoffentlich ein Portal, mit dem wir wieder zurückkommen. Perfekt. Keine Portale in die andere Welt auf dieser Seite des Stamms. Ich muss ihre Spur in dieser Zeitlinie verfolgen. Ah, guck mal. Mit E hat geholfen. Also mittlerweile. Und nein, ich habe mich nicht gespoilert. Da hinten leuchtet irgendwas. Oh, Scheiße. Woher weiß ich, wo lang? Das weiß ich auch noch nicht so genau. Ich würde jetzt erstmal den Weg des geringsten Widerstandes gehen, tatsächlich. Ach, guck mal. Und zwar hier so zwischen den Steinen durch. Da leuchtet irgendwas. Ich denke mal, da müssen wir hin, oder? Das sieht doch gut aus. Wer weiß, was uns hier für ein Horror erwartet. Ist sie... Hoffentlich habe ich sie nicht verloren. Dadurch kann man machen. Ich habe sie fast. Was zum Teufel ist das hier?
hoch oder was? Ich hab sie fast. Ja, sehr schön. Warte mal, kann man hier, kann ich hier wechseln? Hier ist ein Portal. Da ist er. Da ist sie ja. Was zum... Stopp! Verdammt nochmal, bleib einfach stehen! Okay, du hast mich erwischt. Was jetzt? Was jetzt? Zwillinge! Wo bist du? Wo kommst du überhaupt her? Aus der Zukunft? Ist es das, was mit dir nicht stimmt? Dass du völlig ausgetickt bist? Ich verstehe es nicht. Warum warst du in meinem Haus? Wonach suchst du? Und wonach suchst du? Ihr sucht beide nach dem Gleichen, ihr Deppen? All der Kram in deiner Dunkelkammer. Über Lucas und Vin. Über Gwen. Scheiß, den du gar nicht zu wissen brauchst und der dich nicht kümmern sollte. Warte, was? Aber du weißt es doch auch. Es betrifft dich auch. Wollen wir nicht das Gleiche? Ganz sicher nicht, nein. Stopp! Bitte! Wir dürfen uns nicht berühren. Ich habe gesehen, was passiert. Bitte, vertrau mir. Dir vertrauen? Mhm. Komm schon, fick dich, Max! Hoppla. Sind sie beide unten. Aber es ist nichts weiter passt. Ja. Was mit der anderen Max? Also das ist die richtige. Die andere ist da. Sie können sich berühren und es passiert nichts, okay? Fuck. Komm schon! Vielleicht sind beide weg. Was soll ich denn jetzt machen? Was zum Teufel war das, Supermax? Komm schon. Wärme dich auf. Ich sag ja, du bist zu weich für die akademische Welt. Ach. Hä? Was zum Teufel geht da ab? Wir haben aber das Kapitel tatsächlich abgeschlossen. Schöner Cliffhanger fürs nächste Kapitel. Perfekt. Wir gucken mal eben an, was wir hier erreicht haben und was andere gemacht haben in diesem Kapitel. Also, Moses, hast du versucht, Alderman zu retten.
Ja, das haben auch 85% der anderen getan. Moses ist erleichtert, dass du in Sicherheit bist. Das ist erstmal so weit. So, und wir gehen jetzt aber nicht ins nächste Kapitel, da müssen wir jetzt aufpassen. So, nächstes. Hast du Yasmin in der lebendigen Welt zur Rede gestellt oder ihre Lüge akzeptiert? Wir müssten ja den Vin immer noch in der anderen Welt sprechen. Sie zur Rede gestellt nicht, wir haben mitgespielt. Yasmin vertraut hier und sieht dich als Verbündete. Das ist vielleicht nicht das Schlechteste. Amanda, hast du Amanda in der lebendigen Welt geküsst? Genau. Das war zu erwarten, dass das so viele machen. Passt. Hast du Vin in der toten Welt geküsst? Nicht gesprochen. Nee, den habe ich nicht gesprochen, tatsächlich. Das wäre das, was wir jetzt noch... Vin wollte diesen Drink mit dir haben. Ja, das wäre das gewesen, was wir jetzt noch hätten machen müssen, was wir jetzt natürlich verkackt haben. Aber die Frage wäre halt auch, was hätten wir rausgefunden, tatsächlich. Und, okay. Dann... Moses Anime-Spruch. Max hat Moses Anime-Spruch richtig zitiert. Okay. Das haben wir gemacht. Versprechen an Moses. Sie wird Safi sagen, sie soll auf sich aufpassen. Das haben wir. Wir haben die noch gar nicht gesprochen, glaube ich. Falsche Zeitlinie Loretta. Max hat ihre Lorettas verwechselt. Ich habe die Lorettas nicht verwechselt. Okay. Perfekt. Note des Typen mit Handy. Max hat die Note. Das Typ mit Handy geändert. Ach so. Ja, doch, natürlich geändert. Okay. Telefonkunstprojekt. Max hat am Telefonkunstprojekt weder mit der Zukunft gesprochen, noch von... Ach so, das heißt, wir hätten das nochmal machen können. Ja, das kann ja kein Mensch wissen. Ich meine, du gehst da durch das Game durch, du hast da einmal die Chance, dann machst du das einmal und dann ist ja gut, wie im realen Leben ja auch. Kann ja kein Mensch wissen, dass man es zweimal probieren kann. Geheimnis für Vin. Vin hat gesagt, dass sie von der Beziehung zwischen ihm und Safi weiß. Max hat erzählt, dass Lucas eine einstweilige Verfügung gegen Safi beantragt hat. Okay. Max hat Vin erzählt, dass jemand Gwen in den Drogenhandel angehängt hat. Okay. Infos für Diamond. Max hat Diamond erzählt, dass Vin sagte, Maya hätte psychische Probleme gehabt. Ah, Drink des Abends. Max hat bei Amanda einen sehr alkoholhaltigen Drink bestellt. Um 62% gemacht, okay? Okay, weiter. Reflexion in der Snapping Turtle. Was ist das? Momentan der Reflexion. Ich verpeile das jedes Mal irgendwie. Warum? Max hat bei Vögeln oder nicht für einen ihrer Kollegen Vögeln gewählt. Ich wollte gerade sagen, da haben wir gar nicht gespielt. Sagt mir überhaupt nichts. Bei Vögeln oder nicht? Oh. Revenge Horse Konzert. Grease Trapper, die über Crowdsurfing Versuch nicht überlebt. Ja, cool. Es haben tatsächlich 83% der Leute gemacht. Wie geil. Einbrecher. Max hat ihre Kräfte gefunden. Hat der Einbrecher nur durch Hinweise gefunden? Durch ihre Kräfte und Hinweise gefunden. Ja, es ist ja egal. Wir haben ihn auf jeden Fall gefunden. In diesem Sinne, liebe Leute, wir gucken uns dann beim nächsten Mal das nächste Kapitel an. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Freue mich natürlich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Und wir kommen dann zu Kapitel 4. Und ja, bis dahin. Ciao, ciao. Macht's gut.